Teilnehmer. Mein Name ist Stefanie Jächel. Ich darf Sie heute im Namen der Thomas Gren AG herzlich willkommen heißen zu unserem heutigen Webinar zum Thema Software Defined Storage, ein Einblick. Unser Referent ist heute Thomas Muckendobler von der Thomas Gren AG. Bevor wir mit dem Vortrag starten, noch ein paar organisatorische Punkte. Das Webinar dauert ca. 45 bis 60 Minuten inklusive Fragerunde. Die Fragen können Sie im bekannten Chatfenster stellen, einfach die Frage eintippen und abschicken. Am Ende des Webinars werden die Fragen in einer Fragerunde beantwortet. Organisatorische Fragen beantworte ich gleich während des Webinars. Die Aufzeichnung und die Präsentation des Webinars werde ich Ihnen im Nachgang per E-Mail zusenden. Zum Schluss kommt wie gewohnt die Umfrage. Nehmen Sie sich bitte diese 20 Sekunden Zeit. Hier können auch Themenvorschläge angegeben werden, die wir in Zukunft in die Planung der Webinare mit einfließen lassen. Damit sind wir auch schon mit dem Organisatorischen durch und ich übergebe das Wort an Herrn Muckendobler. Ja, vielen Dank, Steffi, erstmal für die organisatorischen Worte. Dann starte ich gleich noch die Präsentation. So. Bevor wir jetzt zum eigentlichen Thema kommen dieses Webinars, Storage Virtualisierung, Software Defined Storage, ein Einblick, möchte ich mich selber noch kurz vorstellen. Mein Name ist Thomas Muckendobler, ich bin bei uns im Produktmanagement tätig und habe da hauptsächlich die Themen Storage Virtualisierung und Backup. Ein bisschen Netzwerk ist auch mit dabei, sprich alles, was nicht unsere Standardkomponenten betrifft, landet meistens dann auch bei mir. Ich selber bin seit 2005 bei der Thomas Gren AG, habe dort im technischen Support angefangen, bin dann 2006 parallel noch in das Hosting mit reingekommen. Ab 2008 war ich dann ausschließlich im Hosting-Team beschäftigt und seit 2014 bin ich dann wieder ins Produktmanagement gewechselt. Noch ein kurzer Hinweis auf das Webinar, also ich erhebe da keinen Anspruch auf Vollständigkeit und das Ganze soll nur einen kurzen Einblick in die gängigen Varianten von Software Defined Storage vermitteln. Ergänzungen, Anregungen oder auch Verbesserungen, wenn Sie da vielleicht was haben, können wir gerne auch entgegennehmen. Sie haben dazu Gelegenheit bei der abschließenden Umfrage, die immer an den Webinaren nachgelagert ist. Dort haben Sie auch Kommentarfelder, wo Sie Vorschläge entsprechend dann einkippen können. So, dann mal kurz zur Agenda. Was genau behandeln wir heute im Webinar? Zunächst einmal möchte ich kurz auf das aktuelle Datenwachstum eingehen. Und auch wie sich Storage in der Vergangenheit so entwickelt hat. Dann im Anschluss möchte ich kurze Marktübersicht geben, welche Technologien gibt es bei Software Defined Storage, welche Hersteller und welche Produkte. Dann möchte ich die Stärken und Schwächen von Software Defined Storage beleuchten, ja, welche unterschiedlichen Definitionen gibt es überhaupt von Software Defined Storage, was sind die einzelnen Stärken oder was sind auch die Schwächen. Dann ist ein größerer Bestandteil des Webinars, auch kurze Vorstellung unseres Portfolios. Aktuell im Portfolio haben wir OpenE, Nexenta, SUSE Enterprise Storage, dann einzelne Bausteine, die optimiert für den Anwendungszweck sind. Dann haben wir noch unsere Open Storage Systems Produktlinie, VMware vSAN und StoreMagic SVSAN. Die letzten beiden fallen mehr so in den Hyper-Converge-Bereich damit rein. Genau. Abschließend will ich Ihnen dann noch kurz zeigen, wie wir von den Anforderungen zum passenden System kommen, sprich ja, welche Informationen benötigen wir vom Kunden und wie gehen wir dann vor, um ein passendes System zu finden. Und abschließend, wenn noch Zeit bleibt, müssen wir mal schauen, würde ich gerne noch ein Fallbeispiel durchgehen, sprich ich würde da konkret auch ein System über einen Job konfigurieren dann. So, beginnen wir erstmal mit Datenwachstum und Storage-Evolution. Ich habe mir zu diesem Zweck, ich weiß nicht, viele von Ihnen kennen diese Folie vielleicht, das ist eine Studie von Seagate, die zusammen mit IDC durchgeführt wurde. Und hier sieht man schon, aktuell befinden wir uns 2017. Aktueller weltweiter Storage-Bedarf ist bei 20 Zettabyte circa. Und ja, die Studie prognostiziert ein Wachstum bis 2025 auf 163
Zettabytes. Um das mal, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie viel das ist, auch mal die Zahl ausgeschrieben in Bytes. Im Endeffekt sind das 163 und dann 21 mal eine Null dahinter. Sprich, das sind eigentlich unvorstellbare Dimensionen, wie das Datenvolumen wachsen wird in Zukunft. Genau. Um vielleicht das Ganze sich auch nochmal irgendwie bildlich einordnen zu können. Die meisten werden sicherlich auch Netflix kennen, wo man eben Serien und Filme online abrufen kann. Wenn man alle gespeicherten Serien und Filme bei Netflix zusammenfasst, dann wären 163 Zettabyte ungefähr 500 Millionen Mal das komplette Datenvolumen jetzt von Netflix. Also das ist, wie gesagt, unvorstellbar groß eigentlich. Dann noch ein kurzer Slide zur Storage-Evolution. Wie haben sich die Anbindungsarten und Storage-Protokolle entwickelt? Man sieht das eben ja, mit 1979, was jetzt mittlerweile gut 40 Jahre schon fast zurückliegt. Damals waren noch die SCSI-Anschlüsse entsprechend ja, State of the Art. Dann 94 erst, also nach einem relativ langen Zeitraum, hat sich da eine Änderung ergeben. Da kam dann Fiber Channel mit dazu. Dann 95, 96 wurden dann die Netzwerkdateisysteme NFS und CIFS eingeführt und erst 2002 wurde praktisch das ISCSI-Protokoll eingeführt. Ja. Und ja, die Folie ist schon ein bisschen älter, die ist aus 2012. Also 2012 ist auch das Thema Software-Defined Storage schon aufgekommen, so in den ersten Zügen. Und aktuell ja, ist es eigentlich sehr gefragt und knappert den großen Hardware Storage-Herstellern immer mehr Marktanteile ab. Und da sieht man auch, oder die Folie soll auch verdeutlichen, ja, wie schnell die Entwicklung jetzt in den letzten Jahren vorangegangen ist. Ja, die ersten gut 15 Jahre hat sich fast nichts getan und dann ja, kam immer wieder mal ein Meilenstein mit dazu. Aber jetzt die letzten Jahre nimmt die Entwicklung rasanten Verlauf. So, als nächstes kurze Marktübersicht. Welche Technologien haben wir? Im Endeffekt unterscheidet man im Storage-Bereich drei verschiedene Basistechnologien. Das eine ist blockbasierter Speicher, wo eben dann SAS, ISCSI und Fiber Channel mit runterfallen. Das nächste ist dateisystembasierter Speicher. Beispiel hierfür ist eben ZFS. Oder eben auch, was jetzt aktuell oder die letzten zwei, drei Jahre in aller Munde ist, ist objektbasierter Speicher eben als oder die Basis darunter ist unter anderem CEF. Welche Redundanzansätze gibt es? Das eine ist eben, dass man mit einem Hardware-RAID arbeiten kann, sprich man hat ein Standard x86-System mit einem Hardware-RAID-Controller, darin, welcher dann praktisch die Festplatten so einen logischen Verbund zusammenfasst. Dieser Hardware-Controller sorgt dann für eventuelle Redundanzen, sprich je nach RAID-Level darf eine Festplatte ausfallen. Andere Möglichkeit ist, dass man eben Software-RAID macht. Beispiel hierfür ist eben der MD-RAID mit Linux-Portmitteln. Oder man kann auch ein LVM machen, ja, wobei LVM eigentlich ja, keine Redundanz verwirklicht. Ja, damit kann man nur mehrere Volumes zu einem zusammenfassen und wenn dann oder ein Teilbereich dieses Volumes wegfällt, dann sind die Daten, die darin liegen, auch erstmal weg. Von daher ist das LVM hier vielleicht nicht ganz glücklich platziert. Des Weiteren kann man Storage oder die Systeme untereinander replizieren. Da gibt es eben die Möglichkeit, dass man eine synchrone Replizierung macht, sprich der Schreibvorgang wird erst als committed gemeldet, wenn eben auf beiden Systemen die Kopie vorhanden ist. Oder die andere Variante ist eben eine asynchrone Replizierung. Beispiel hierfür ist dieses ODPS, dieses Offsite Data Protection Service, wie er zum Beispiel bei OMI zum Einsatz kommt. Ja, da werden praktisch die Daten auf eine Node geschrieben. Der Commit kommt dann auch sofort und irgendwann im Nachgang wird dann auf die Remote-Zeit repliziert. Genau. Ein weiterer Redundanzansatz ist sogenannte chassisübergreifende redundante Diskgruppen. Was man dafür braucht, ist eben auch dieses SAS-Multiparsing-IO. Im Endeffekt steckt auch nichts anderes dahinter, ja, dass mehrere Storage-Heads auf ein und dasselbe Chassis zugreifen oder JBOD zugreifen, sodass eben ja, ein Head ausfallen darf und der zweite Head sieht immer noch die Festplatten. Ja. Genauso kann man da, indem man zum Beispiel ein Software-Mirror dann über zwei getrennte Chassis macht, kann man auch einen Chassis-Ausfall kompensieren.
Eine weitere Technologie ist die sogenannte Storage-Orchestrierung, wie es zum Beispiel auch ein Data Core als Produkt macht. Sprich, man kann bestehende alte Storage-Systeme mit neuen Storage-Systemen mischen und eine Art übergeordnete Instanz regelt dann praktisch, wo die Daten landen, auf welchem System. Ja. Das ist dann dieser Data Core-Ansatz. Und ansonsten technologiemäßig gibt es natürlich neben den kommerziellen Storage-Lösungen auch Open-Source-Ansätze. Dann noch, weil es immer wieder von unseren Kunden gefragt ist, was wäre denn eine Open-Source-Alternative zu den diversen kommerziellen Produkten? Ja, und diese Folie veranschaulicht hier in der rechten Spalte, ja, welche Produkte man alternativ einsetzen kann. Da möchte ich jetzt gar nicht so im Detail drauf eingehen, das würde vielleicht an der Stelle zu weit führen. Kleiner Hinweis an der Stelle vielleicht noch, aktuell nutzen wir OpenEthic als vorinstalliertes Management-Tool auf unseren Thomascan Open Storage System, also auf dieser Produktlinie. Da sind wir aktuell am Überlegen, dass wir vielleicht komplett FreeNAS oder auch OMV, also dieses Open Media Vault, was ein Fork von FreeNAS ist, was auf Linux-Basis läuft, dass wir das eben einsetzen statt OpenEthic. Grund dafür ist, ich hatte letzte Woche ein Gespräch mit den Entwicklern auf der SUSECon. OpenEthic wurde ja von SUSE entsprechend übernommen und der Fokus von OpenEthic liegt jetzt erstmal nur in der Managebarkeit von CEF-Clustern. Von daher ist das nicht mehr ganz so gut geeignet. Es wird zwar nach wie vor noch mit Patches versorgt, also der aktuelle Stand bleibt, aber neue, größere Features werden da erstmal nicht implementiert werden. Von daher sind wir am Überlegen, hier das entsprechend abzulösen. Das nur als Information am Rande. Kurze Marktübersicht, welche Hersteller bzw. welche Produkte gibt es im Software-Defined Storage-Bereich. Wie eingangs schon erwähnt, erhebe ich da nicht den Anspruch auf Vollständigkeit, sprich, wenn Sie da irgendwie interessante Ansätze haben, dann können Sie uns da gerne entsprechende Informationen zukommen lassen. Was wir aktuell im Shop haben, sind die ersten fünf, die auch fett gedruckt sind. Ich weiß nicht, ob man das bei Ihnen besser sieht wie bei mir jetzt hier. Das ist zum einen im Nexenta Store, das OpenMichuvian DSS, SUSE Enterprise Storage, dann seit gestern ist auch Microsoft Storage Spaces Direct bei uns im Shop sichtbar online und eben OpenEthic, wie gesagt, auch hier der Hinweis, wird vielleicht durch FreeNAS oder OMV abgelöst. Ja, was gibt es sonst noch? Gibt es OwnCloud, NextCloud, das ist sicherlich das, was die meisten unter Ihnen schon kennen, oder auch die EPD, Data Core, OpenIO, MinIO, Scalaturing, Compuware, Datera, also das sind nur wenige Beispiele von unzählig vielen Anbietern, die hier auf den Software-Defined Storage-Markt immer wieder reindrücken. Ja. Dann gibt es noch im Hyperconverge-Bereich ein paar Ansätze. Was wir im Shop haben, sind hier die ersten drei, sind das VMware vSAN, was ja direkt ein VMware-eigenes Produkt ist, dann StoreMagic S-vSAN und dann eben auch der Ansatz, dass man Microsoft Hyper-V mit den S2D verwendet. Weitere Player, die sich hier auf dem Bereich bewegen, sind Nutanix, Simplivity oder auch als Open-Source-Ansatz Proxmox VE mit CEF als Storage. Ja, was sind nun die Stärken und Schwächen von Software-Defined Storage? Bevor ich hier auf die Stärken zu sprechen komme, möchte ich noch kurz auf die unterschiedlichen Definitionen von Software-Defined Storage eingehen. Da liest man ja auch in diversen Quellen im Internet immer wieder eben widersprüchliche Informationen. Ja, was ist denn nun genau Software-Defined Storage? Im Endeffekt gibt es zwei Ansätze momentan. Das eine ist eben dieser Data Core-Ansatz, was hier unter ersten steht. Im Endeffekt steckt da oder machen die unter anderem auch eine Zusammenfassung vieler bestehender Speicherarrays zu einem einzigen Speicherpool. Ja, mit Auto-Tiering oder Auto, ja, dass eben die Daten automatisch oder auf intelligente Art und Weise auf schnellen Storage oder eben auf langsamen Storage ausgelagert werden. Ja. Das ist der eine Ansatz. Und der zweite Ansatz, was eigentlich in unseren Augen oder auch, sage ich mal, der Ansatz ist, der sich im Moment am besten durchgesetzt hat mittlerweile, ist diese Entkopplung von der Storage-Software von der Hardware. Sprich, man spricht da auch von der Speichervirtualisierung. Und da ist es so, dass eben Storage-Software die Bereitstellung lokaler Datenträger realisiert. Ja. Im Endeffekt steckt da nichts anderes dahinter, dass man Standard x86-System hat zum Beispiel und dass da eben Storage-Software gibt, beispielsweise OpenMichuvian DSS, Nexenta Store oder SUSE Enterprise Storage,
die sich eben darum kümmern, dass die lokal verbauten Festplatten als Storage an irgendwelche Clients da draußen in der freien Welt zur Verfügung gestellt werden. Um vielleicht das Ganze noch ein bisschen besser zu verbildlichen, wie schon gesagt, spricht man auch von Speichervirtualisierung, sprich diese Softwareschicht ist dann im Endeffekt mehr oder weniger der Hypervisor, der sich um die Bereitstellung der Ressourcen kümmert. Und wenn man hier das Ganze mal dann auch hochzieht, jetzt beim ersten Punkt, dieser Data Core Ansatz, das wäre vergleichsweise jetzt, wenn man das mit in der VMware-Welt betrachten würde, ja, der vCenter Server, die eben mehrere Hosts unter sich hat und diese managt und die Ressourcen dann auch dynamisch verteilt. Also das nur, um das ein bisschen zu verbildlichen. So, was sind jetzt die Stärken von einer Software-Defined Storage-Lösung? Das Wesentliche ist natürlich erstmal, dass man losgelöst ist von proprietären Umgebungen à la EMC oder auch NetApp, sprich man hat hier keinen Hersteller-Login. Das heißt, ich bin nicht an Hersteller gebunden, wenn ich irgendein Ersatzteil brauche, also oder wenn ich irgendwie ein Upgrade machen will. Ich kenne es aus der Vergangenheit im Hosting, wo wir eben viele NetApp-Maschinen zum Beispiel auch hatten. Da war es immer so, wenn ein Kunde ja eine Erweiterung haben wollte mit Storage-Kapazität, dann musste man auf die spezielle Festplatte mit der NetApp-Firma zurückgreifen, die gleich irgendwie im Faktor 50% teurer waren, eben als vielleicht der Standard-Festplatte. Ja. Und um das eben zu umgehen, hat eben Software-Defined Storage den großen Vorteil, dass man eben da eben losgelöst ist vom Hersteller. Ja, also ich kann theoretisch auch verschiedene Festplatten untereinander mischen, was halt aktuell gerade am günstigsten ist. Ja, ich sage hier auch theoretisch, weil natürlich auch die meisten Software-Defined Storage Hersteller eine Hardware-Compatibility-List führen, ja, und die wollen das auch nicht so gern, dass man da vielleicht nicht zertifizierte Hardware verwendet oder dass man Hardware mischt. Also von da ist es auch ein bisschen eingeschränkt zu betrachten. Das Weitere ist, dass man eben Standard-Server-Hardware unabhängig von der Software integrieren kann. Ja, sprich, wenn meinetwegen nach 5 Jahren die Hardware vom Support her end of life ist, dann kann ich trotzdem meine Lizenzen weiterverwenden von der Software und ich kaufe mir einfach neue Hardware darunter. Ich habe dadurch auch eine entsprechende Kostenersparnis, indem ich eben immer die aktuell günstigste Hardware verwenden kann. Ich muss keine teuren Support-Verlängerungen machen als Beispiel. Ich kann auch speziell Hardware verwenden, die vielleicht die beste Energieeffizienz hat. Man ist unabhängig von den teuren Wartungsverlängerungen, habe ich schon angesprochen, genau. Und man kann eben bei End of Life von der Hardware das Ganze einfach ersetzen. Des Weiteren ist meistens so, dass man geringeren Verwaltungsaufwand hat, weil man eine einheitliche Verwaltungsoberfläche hat. Man muss auch die Administratoren nicht so häufig dann an neue Technik schulen, sondern man kann da entsprechend ja immer dieselbe Software verwenden. Und was auch ein entscheidender Vorteil ist von Software-Defined Storage, man kann auch zukünftig ganz einfach Features implementieren, ja, indem ich einfach nur ein Update von der Software fahre, kann ich zum Beispiel dann intelligentes Caching, Auto-Tiering oder irgendwelche Funktionen zu Disaster Recovery implementieren. Ja, dazu brauche ich nicht irgendwie mehr neue Storage direkt anschaffen, sondern es reicht, wenn ich ein Update von meiner bestehenden Software mache. Ja, natürlich gibt es nicht nur Vorteile, es gibt auch Nachteile. Bei bestimmten Software-Defined Storage-Lösungen kann es auch sehr komplex sein, das Ganze einzurichten. Beispiel hierfür ist auch SUSE Enterprise Storage momentan noch, was auf CEF basiert. Da ist eben die Einrichtung nicht ganz einfach, sprich da braucht man auch wirklich einen Consultant, der zum Kunden vor Ort kommt und das Storage in Betrieb nimmt und dann auch eine entsprechende Übergabe an den Kunden macht. Aber da muss ich auch einschränkend sagen, dass hier mittlerweile eben durch die Übernahme von OpenMatic schon wesentliche Fortschritte gegeben hat und mittlerweile es mir selber sogar schon gelingt, hier einen SUSE Enterprise Storage aufzusetzen. Also von daher ist das auch wieder oder führt das auch wieder auf den Vorteil zurück, dass man eben hier durch entsprechende Fortentwicklung von der Software ja, Features mit einbauen kann und das Ganze auch dann zukünftig vereinfachen kann. Es können auch zusätzliche Schulungen natürlich fällig werden. Klar, wenn ich bislang EMC zum Beispiel im Einsatz habe und meine Admins auf EMC geschult sind, kann es natürlich sein, wenn ich jetzt, oder ist es natürlich so, wenn ich eine Software-Defined Storage-Lösung einführe, dass ich dann Admin entsprechend auch dafür schulen muss. Ja, das muss nicht immer irgendwie gleich eine Woche irgendwo bei einem Schulungs- oder Trainingcenter sein. Das kann auch nur ein Webcast sein von 1,5-2 Stunden, ja, je nachdem, welche Lösung man einsetzen will.
Des Weiteren ist ein Nachteil, dass man natürlich, wenn ein Fehler auftritt, erstmal ein bisschen verunsichert ist, an wen wende ich mich? Ist das jetzt ein Fehler in der Software oder ist es ein Hardware-Fehler? Aber von daher, sage ich mal, kann man das Ganze auch ein bisschen abschwächen, indem man sagt, okay, erste Anlaufstelle sind unter Umständen dann wir, wenn die Appliance von uns gekommen ist. Wir können das dann entsprechend auch zum Hersteller oder zu unserem Partner weiter kanalisieren. Genauso ist es so, wenn Sie als Beispiel, ja, sagen wir jetzt mal OpenE genannt als Hersteller, wenn Sie dort ein Ticket aufmachen und es stellt sich heraus, es ist ein Hardware-Problem, dann wenden sich die OpenE-Leute dann auch direkt auch an uns. Wir haben da auch eine sehr enge Partnerschaft und stehen da auch in sehr engen Kontakt. Von daher ist das immer, ja, eigentlich kein Problem. Ansonsten bringt man natürlich durch die zusätzliche Software-Schicht auch zusätzliche Komplexität eben mit rein. Das ist klar, das ist bedingt durch das Ganze. Und was ich schon gehört habe auf die diversen Veranstaltungen, ist eben, dass sich die Datenretter, wie zum Beispiel eine Crawl OnTrack, beschweren, dass durch diese Vielzahl an Software-Defined Storage-Lösungen, die es jetzt mittlerweile am Markt gibt, unheimlich schwierig ist, Daten wiederherzustellen. Ja, weil hier jeder irgendwie ein bisschen sein eigenes Süppchen kocht. Und wenn jetzt da, was weiß ich, in einem Storage Pool 100 Festplatten mit drin sind, ist es halt schwierig, da irgendwie wieder Daten wiederherzustellen, weil da ja irgendwie ein proprietäres Protokoll verwendet wird, wie die Daten dann verteilt sind letzten Endes. Und von daher, ja, wenn hier wirklich, sag mal, zum Recovery-Fall kommen muss, dass man wirklich einen Datenretter benötigt, dann kann es eben schwieriger sein bei einer Software-Defined Storage-Lösung als eben in der Vergangenheit beim klassischen Storage. So, dann will ich mal kurz auf unser Portfolio eingeben, welche Lösungen haben wir aktuell bei uns im Shop sichtbar mit drin. Das eine ist eben OpenE Trovian DSS, was auf ZFS basiert. Hier sieht man schon an diesem Slide, wie es im Shop aussieht. Also es gibt im Endeffekt momentan zwei Konfis, die mit drin sind. Einmal eben reiner Software-Konfigurator, das ist der an der linken Seite, und zum anderen eben ja, ein bereits vorgefertigte Appliance, sprich ja, ein passender Server mit der Hardware, mit der entsprechenden Software bereits schon vorinstalliert mit drauf. Was sind nun die Highlights vom OpenE? OpenE basiert auf dem ZFS-Filesystem und hat damit auch alle Vorteile, die ihm ZFS bietet. Darunter fällt eben auch, dass es ein 128-Bit-Filesystem ist und ich somit sehr große Datenmengen adressieren kann, sprich das skaliert dann auch bis in den Petabyte-Bereich hoch. Als Protokolle werden aktuell iSCSI, NFS, SMB und CIFS unterstützt. Was gerade auch in der Entwicklungsphase ist, ist eben Fiber Channel. Das wird voraussichtlich im Laufe nächsten Jahres irgendwann released werden. Ansonsten kann man damit auch ein HA realisieren. Im Endeffekt gibt es da aktuell zwei Ansätze. Zum einen eben klassischen HA-Klassen mit gemeinsamen Storage, was eben auf SAS basiert. Damit habe ich die Möglichkeit, eben diese Distanzen, die ich eben mit SAS überbrücken kann, klassischerweise sind das 9 Meter, zum Beispiel in einer RZ-Fläche mir ein hochverfügbares Storage aufzubauen, sprich in einem Rack ist ein Head und mehrere JBots und im anderen Rack befindet sich der zweite Head, eben mit den weiteren JBots. Ja. Die zweite Möglichkeit, die ich mit OpenE seit kurzem, seit ein paar Wochen zumindest entsprechend habe, ist dieses Metro-Cluster over Ethernet-Feature. Damit kann ich auch wirklich ein Metro-Cluster bis zu mehreren Kilometern realisieren. Da passiert die Replizierung dann klassischerweise über Ethernet. Ansonsten habe ich eben diese ZFS-Vorteile wie garantierte Datenintegrität oder auch Kompression und Deduplizierung fällt darunter, auch das Deep Cache, sodass ich zum Beispiel SSD-Festplatten für einen Schreibcache und Lesecache einsetzen kann. Ich kann unbegrenzte Snapshots und Klone machen und das Ganze, ohne dass es irgendwelche Einflüsse auf die Performance des Systems hätte. Was ich noch übersprungen habe, ist eben diese On- und Offsite-Data-Protection, was ein Feature ist, was OpenE mit reingebaut hat, was aber auf die Snapshot- und Replizierung-Technologie von ZFS basiert. Des Weiteren ist unsere Appliance natürlich komplett vorinstalliert, wenn die ausgeliefert wird. Und momentan ist so, dass der Kunde die eigentlich selbst in Betrieb nehmen kann.
Aber wenn er sich unsicher ist oder da Unterstützung braucht, ist da auch bereits eine Remote-Session mit einem OpenI-Techniker dabei, sodass eben auch ein OpenI-Techniker sich auf das Kundensystem remote draufschaltet und dass dann eine gemeinsame Inbetriebnahme dann beim Kunden vor Ort gemacht wird. Des Weiteren, ja, sehr gutes Feature finde ich, ist auch dieses WebGUI, was OpenI mit eingebaut hat. Das ist wirklich sehr einfach und ja, und sehr benutzerfreundlich. Weiteres Produkt ist eben Nexentos Store, was wir im Portfolio haben. Hier gibt es ein Konfi zum einen für den Head hier ganz links und rechts daneben ist ein Konfi für das JBoard. Hier kann ich vielleicht einschränkend noch anmerken, dass ich wirklich genau diese Hardware verwenden muss, weil hier Nexentos Store, was ja auf ein Solaris-Derivat basiert, relativ restriktiv ist mit der Hardware-Compatibility und hier muss ich wirklich diese zwei Komponenten verwenden, damit ich ein zertifiziertes System habe. Ja. Bei OMI ist das ein bisschen anders. Im Endeffekt kann ich mit einem x-beliebiges System im Job konfigurieren und dann eben in Absprache mit uns dann kurz checken, ob das Ganze dann auch für OpenI geeignet ist. Ja, also da bin ich viel flexibler. Bei Nexenta, die sind da eben restrikter durch, dass eben das ein Solaris drunter ist und da eben die Hardware-Kompatibilität nicht so gut ist wie bei OpenI, wo ja ein Linux-System drunter liegt. Genau, was sind die Features? Hier ähnlich wie bei OpenI, es wird ein ZFS-Filesystem eingesetzt, als Protokolle wird iSCSI, Fiber Channel, NFS, SMB bzw. CIFS unterstützt. Auch hier kann ich einen Active-Active-HA-Cluster machen. Das kann auch ein lokaler Cluster sein oder eben auch ein Stretch-Metro-Cluster, wobei man hier anmerken muss, dass es hier keine Möglichkeit gibt, das Ganze über Ethernet zu machen. Im Endeffekt muss ich hier eine SAS-Bridge einsetzen, die mir das SAS-Signal auf Fiber-Channel umsetzt und so kann ich hier über Glasfaser auch große Distanzen dann überbrücken. Also von daher habe ich hier ein bisschen höheren Einsatz an Hardware, weil ich eben diese SAS-Bridges dann auch entsprechend benötige. Genau, ansonsten habe ich hier auch garantierte Datenintegrität. Ich kann auch geplante Replikationen machen, was auch wieder dann über die Snapshots passiert. Auch hier wird eine native Komprimierung und Deduplizierung unterstützt, genauso wie ein Tiering, unbegrenzte Snapshots und Klone. Auch das ist bei uns komplett vorinstalliert ausgeliefert. Hier ist es aber so, sobald Sie ein Cluster-System zum Beispiel bestellen, kommt auch ein Nexenta-Techniker vor Ort und nimmt es beim Kunden vor Ort in Betrieb. Das heißt, ich habe hier wieder ein bisschen zusätzliche Kosten eben für diesen Montag des Technikers. Ansonsten habe ich auch hier ein einfach und benutzerfreundliches WebGUI, mit dem ich das Ganze administrieren kann. Dann haben wir im Portfolio SUSE Enterprise Storage Appliances, aktuell eben zwei Stück, einmal die Allrounder und die Capacity Optimized Variante. Da möchte ich dazu sagen, dass diese beiden Appliances so nicht mehr lange im Shop sein werden, sowie SUSE Enterprise Storage in der Version 5 gelauncht wird, was vermutlich oder voraussichtlich Ende Oktober sein wird. Werden wir auch eine neue Appliance in den Shop mit reinbringen. Es gibt dann auch nur noch eine Appliance, also diese Capacity Optimized Appliance haben wir so sichtbar nicht mehr im Shop. Grund dafür ist einfach, dass ich mit der neuen Appliance schon relativ hohe Kapazitäten in einem Node abdecken kann und der eigentliche Ansatz von CEF ist ja praktisch nicht viele Datenträger in einem Gerät zu haben, sondern das Ganze soll ja eigentlich über die Anzahl der Nodes skalieren. Von daher haben wir das so sichtbar nicht mehr im Shop, diese Capacity Optimized Variante, wenn der Kunde natürlich einen Use Case hat, ja, sei es eine Archivierung oder irgendwie Backup to Disk, wo es Sinn macht, dass man entsprechendes ja, großes System als OSD-Node verwendet, können wir natürlich auch so eins konfigurieren. Ja, also das steht natürlich völlig außer Frage. Was sind hier die Highlights? SUSE Enterprise Storage basiert auf CEF, von daher brauche ich auch mindestens 4 Nodes. Als Protokolle werden RADOS, RADOS Block Device, iSCSI, S3, SWIFT und CFFS unterstützt. Aktuell ist so, dass auch NFS als Technical Preview bereits bei der aktuellen Version von SUSE Enterprise Storage mit drin ist, aber es ist noch nicht Production Ready. Aber auch hier mit der nächsten Version, die ja Ende Oktober kommen soll, soll das Ganze auch als Production Ready mit reinkommen, sprich da habe ich dann auch voll supportetes NFS als Protokoll.
Das Ganze ist natürlich hochskalierbar und flexibel, indem ich einfach beliebig viele Nodes mit hinzunehmen kann, wenn die Kapazität irgendwann zu Neige geht. Und das Ganze kann ich dann auch natürlich online, also unterbrechungsfrei dann vergrößern. CEF an sich ist auch selbstteilen, selbstverwaltend, ja, und erstmal hochverfügbar. Ich kann hier im Endeffekt ja Redundanz auf verschiedene Ebenen konfigurieren. Das macht man bei CEF in der sogenannten Crash Map. Im Endeffekt kann ich da entsprechende Logik hinterlegen, ja, dass mir unter Umständen eine einzelne Festplatte ausfallen darf oder ein einzelner Node oder eine einzelne Backplane im System oder vielleicht ein, was weiß ich, ein einzelnes Rack oder ein einzelner Brandabschnitt. Oder es geht sogar bis hin, dass ich eben einzelne Rechenzentrum sogar verlieren kann, ja, wenn der Cluster sich über mehrere Rechenzentren hinwegstreckt. Das Ganze ist optimiert erstmal für große Datenmengen, sprich für Backup und Archivspeicher, aber auch mit den heutigen Technologien, wenn man da zum Beispiel an SSDs denkt, wenn ich da einen Old Flash Pool zum Beispiel anlege, dann kann der auch durchaus mittlerweile sehr performant sein. Mit der neuen SUSE Enterprise Storage Version wird auch das sogenannte Bluster eingeführt als Technologie und da verspricht man sich auch nochmal einen sehr großen Performance-Schub dann, sodass man das durchaus nicht nur als Backup oder Archivspeicher mittlerweile verwenden kann, sondern auch eben als Storage für virtuelle Maschinen oder vielleicht auch für Datenbanken mittlerweile. Ja. Auch hier kann ich ein Cache-Tiering realisieren, Sim-Provisioning ist möglich oder auch hier kann ich Copy-and-Write-Klone anlegen, um eben eine schnelle Anwendungswiederherstellung zu haben, ja, indem ich einfach ein Rollback auf eine alte Version von irgendeinem Klon mache. Erasure-Coding wird als Technologie unterstützt, ja, sodass ich nicht nur mit Mirror arbeiten muss, sondern dass ich auch so eine Art, ja, viele kennen das eben aus von den Hardware-Rate-Kontrollen, dass ich eine Art Rate-Level über das Ganze überlege, sodass ich hier eben viel Kapazität aus meinem Festplatten rausholen kann. Und es ist auch eine Data-Address-Verschlüsselung möglich. Dann haben wir noch unabhängig jetzt von der SUSE Enterprise Storage-Geschichte auch noch optimierte Hardware für den Einsatz CEF bei uns im Portfolio. Das ist dadurch entstanden, dass eben viele unserer Kunden Open Source CEF einsetzen als Storage-Lösung und da eben die Frage aufgekommen ist, ja, sie sind sich da immer unsicher, welche Hardware verwendet werden soll und von daher haben wir uns eben die Mühe gemacht und haben entsprechende Kombis erstellt, um hier den Einstieg zu erleichtern, sprich, wenn man nicht genau sicher ist, welche Hardware verwende ich jetzt für einen Monitor-Server oder welche Hardware verwende ich für einen OSD-Node, dann kann ich hier über diese Konfiguratoren schon mal relativ gut gesizte Hardware mir zusammenklicken. Trotz allem empfehle ich immer noch ein Gespräch auch mit unserem Vertriebsberater, der hier wirklich entsprechend auch Know-how hat und der sie da auch beraten unterstützt, ja, und so eben auch Hardware sizen kann, die wirklich individuell auf ihren Use Case zugeschnitten ist. Dann haben wir noch diese für den Einsatzzweck Storage optimierte Serie. Das sind unsere Open Storage Systems. Die haben wir auch in drei Ausprägungen. Ja, das ist dadurch zustande gekommen, ja, dass sich Kunden oft bei uns gemeldet haben, ja, sie brauchen ein Storage, aber sie wissen noch nicht, ja, welche Softwarelösung sie einsetzen sollen. Ja. Und von daher haben wir hier uns dazu entschieden, hier entsprechende Serie ins Leben zu rufen von Systemen, die eben sehr gut geeignet sind für den Einsatz zwecks Storage. Ja, welche Software jetzt ich obendrauf installiere, ist erstmal unabhängig, sei es nun, was weiß ich, ein Open Media Wall oder sei es ein Open Attic oder sei es vielleicht auch ein FreeBSD, ein FreeNAS. Oder ich kann die Systeme auch für OpenMedia verwenden oder auch als OSD-Node für CEF oder für SUSE Enterprise Storage. Von daher habe ich hier einen guten Einstieg eben mit den Systemen und habe hier nur eine kleine Auswahl und nicht die große Auswahl, eben wie es eben in unseren normalen Standard-Server-Systemen ist. Genau, auch hier nochmal der Hinweis, OpenMatic wird aktuell noch vorinstalliert. Hier schauen wir uns gerade nach einer Lösung um. Wie gesagt, wenn Sie da entsprechende Vorschläge haben, nehmen wir die auch im Anschluss gerne entgegen. Jetzt noch zu unseren Hyperconverged-Ansätzen. Da haben wir eben einmal das VMware vSAN entsprechend im Portfolio. Das ist auch ein System, was relativ
gut ankommt bei unseren Kunden, was wir schon sehr häufig verkauft haben. Das ist im Endeffekt ja eine Starter-Appliance, die Sie hier sehen mit drei Nodes, also ist die Mindestanzahl für Visern, die ich benötige. Wobei einschränken ich dazu sagen muss, mittlerweile mit der neuen Visern-Version kann ich auch ein Two-Node-System aufbauen. Also da müsste man dann entsprechend individuell was konfigurieren. Das können Sie dann auch gerne mit einem Vertriebspartner machen. Hier noch die Features zum Visern an sich selber. Ich habe eine nahtlose Integration in den VMware-Hypervisor. Das Ganze ist auch Flash-optimiert, sprich ich habe entweder Caching-Devices, die ja aus Flash-Devices bestehen, oder ich habe sogar ein All-Flash-Appliance oder ein All-Flash-Cluster. Das Ganze ermöglicht auch ein unterbrechungsfreies Scale-Up und Scale-Out. Deduplizierung, Komprimierung, Erasure-Coding, Encryption wird alles unterstützt, auch Quality of Service, Visan, Health Service oder auch Stretch-Clusters sind möglich. Die letzten beiden Punkte sind seit der aktuellen Version mit, sprich ein Eiskase-Access, sprich ich habe jetzt die Möglichkeit, mir den Datenspeicher auch per Eiskase zu exportieren, um mit dem externen System darauf zuzugreifen. Kann vielleicht im Falle von oder im Anwendungsfalle von Backup relativ hilfreich sein, und ich kann auch eben so ein Two-Node Direct Connect Cluster mir bauen. Das ist halt sehr gut geeignet für kleine Betriebe oder auch irgendwelche Außenstandorte, wo ich vielleicht nur drei, vier virtuelle Maschinen habe und da eben mir ein Two-Node Cluster reicht, um hier Hochverfügbarkeit zu realisieren. Die zweite Hyperconverged Software Defined Storage Lösung ist das S-Visan von Storemagic. Auch hier haben wir drei Appliances im Shop mit drinnen, ja, je nachdem, welche Anforderungen beim Kunden existieren. Ja. Die Features von Storemagic sind im Endeffekt, dass ich hier einen synchronen Spiegel für HA machen kann. Ja, da ist es so, dass ich nur zwei Storage Nodes benötige, sprich ich kann hier ein VMware Cluster haben mit 10 Nodes, die mir praktisch die Computer-Ressourcen zur Verfügung stellen, aber nur auf zwei Nodes zum Beispiel können sich dann eben die Storage-Ressourcen befinden. Ich kann damit auch ein Stretch-Cluster realisieren, sprich, ja, der muss nicht an einem Standort sein, also die beiden Storage-Nodes, sie können auch an getrennten Standorten sich befinden. Storemagic wird supportet für VMware und auch für Hyper-V. Auch hier gibt es einen intelligenten Cache-Algorithmus, es gibt ein Write-Back-Caching und es gibt so ein Predictive Read-Ahead-Caching, sprich ja, da gibt es einen Algorithmus mehr, der mehr oder weniger vorhersagt, welche Daten werden benötigt, und der liest es dann schon im Vorhinein ein. Es gibt auch eine Data-Pinning-Methode, dass ich sage, okay, ich markiere mir Datenbereiche, die ich häufig brauche, die dann immer entsprechend im Cache bleiben. Es gibt auch ein Intelligent Automated Tiering, ja, das ist diese Geschichte mit diesem Most Frequently Used und Last Recently Used, dass das im Cache bleibt. Auch hier kann ich unterbrechungsfreie Upgrades fahren und auch hier kann ich Eiskase-Tages entsprechend exporten. So, das war es soweit zu unserem Portfolio. Jetzt möchte ich noch kurz darauf eingehen, wie man so idealerweise immer auf das passende System kommt, wenn der Kunde entsprechende Anforderungen hat. Ja. Der erste Grundsatz, der bei uns eigentlich immer gilt, ist, dass wir versuchen, herstellerneutral zu beraten, sprich, ja, wir wollen nicht den Kunden in irgendeine Schiene drängen, sondern wir schauen wirklich, was hat der Kunde für Anforderungen, und wählen dann das beste Produkt aus unserem Portfolio aus. Sollte der Kunde vielleicht schon ein spezielles Software-Defined Storage Produkt verwenden wollen, dann kann er gerne, und das haben wir nicht bei uns im Portfolio, dann kann er sich gerne auch an uns wenden. Wir haben ja schon andere Projekte umgesetzt mit ja, nicht im Shop gezeigter Software. Als Beispiel sei eben hier DataCore genannt, das ja relativ beliebt ist auch. Das ist bei uns noch nicht sichtbar im Shop mit drin, aber da haben wir auch schon viele Projekte abgewickelt damit. Der erste Schritt von der Beratung ist eigentlich immer eine detaillierte Analyse der Bedürfnisse des Kunden, sprich, was hat er aktuell für ein Storage-System und was braucht er denn in Zukunft. Der zweite Schritt ist dann, dass man die ermittelten Bedürfnisse versucht, mit Produkten aus unserem Portfolio dann abzubilden, und ja, wie schon gesagt, optional, wenn die Anforderungen im Portfolio nicht erfüllt werden können, dann schauen wir auch darüber hinaus, ja, welche Möglichkeiten oder welche Lösungen können wir hier anbieten. Ja, das kann auch individuelle Hardware sein, die wir so nicht im Shop haben. Ja, je nach Projekt können wir das natürlich auch realisieren.
Gut, was sind denn die Anforderungen oder die wesentlichen Anforderungen an ein Storage-System? Ja, das eine ist natürlich die benötigte Nettokapazität, der Anwendungszweck, sprich welche Applikationen laufen darauf. Daraus ergibt sich dann auch meistens eben die Performance, die das System haben muss. Ja, welche IOPS, welche Latenzen, welchen Durchsatz brauche ich? Und aus dem Anwendungszweck ergeben sich dann meistens auch die benötigten Storage-Protokolle. Und was auch nicht zu verachten ist, ist natürlich immer das Budget, das zur Verfügung steht. Dann gibt es auch natürlich ein paar Nice-to-Have-Features, die natürlich das Leben erleichtern. Das eine ist eben eine Web-GUI, E-Mail-Benachrichtigungen für irgendwelche Alarme oder Warnings, die entstehen, oder SNMP oder eine REST-API, wo ich dann vielleicht eine eigene Anwendung dann mit anflanschen kann. Ein All-Flash-System oder auch Hybrid, sprich Flash-Devices mit herkömmlichen Festplatten gemischt, Caching, Snapshots, brauche ich ein Cluster, welche Data-Saving-Methode sind benötigt, ja, Deduplication, Compression sei hier genannt, oder auch Erasure-Coding, oder was in der heutigen Zeit auch relativ häufig angefragt wird, ist eben diese revisionssichere Speicherungen von Archivdaten, sprich, dass sie nicht mehr geändert werden können, wenn die mal geschrieben sind. Also dieses Write Once, Read Many, diese Warm-Möglichkeit, die im Storage-Systeme anbieten können. Und eben auch, was nicht zu beachten ist, ist die Skalierbarkeit. Ja, also wie groß oder wie plant der Kunde zu wachsen in nächster Zeit? Gut, das nächste ist dann, ja, dass wir dann entsprechendes Angebot sizen und erstellen. Ja, wir werten dann die Anforderungen des Kunden entsprechend aus. Wir wählen dann auch passende Produkte aus. Wir machen dann detailliertes Sizing, sprich, ja, welche Festplatten, wie viele Festplatten zum Beispiel dann entsprechend in einem System mit drin sind, erstellen dann das Angebot, und dieses Angebot ist dann erstmal die Gesprächsgrundlage, ja, mit dem Kunden. Darauf kann man dann natürlich noch einzelne Optimierungen dann auch machen. Um das Ganze ein bisschen zu verdeutlichen, möchte ich noch ein kurzes Fallbeispiel durchgehen, indem ich dann auch ein System online im Shop konfiguriere, damit man vielleicht auch schon mal eine erste Preisindikation sieht, was kostet mich sowas denn eigentlich. Der Kunde in diesem Fallbeispiel, der benötigt ein Storage-System für zwei Einsatzzwecke. Das eine ist eben ein File-Server, und das zweite ist eben ein Datenspeicher für VMware, wo dann seine Entwickler entsprechend selber sich Datenspeicher provisionieren können. Ja, diese Storage Admins sind da praktisch außen vor. Des Weiteren, ja, sind die Anforderungen, dass das Ganze hoch verfügbar sein muss. Der Kunde hat 4 Racks zur Verfügung, wo jedes Rack mit 2 Stromkreisen ausgestattet ist. Jedes Rack ist aktuell mit 50% belegt, sprich, ja, man kann da in jedes Rack dann auch entsprechend was reinbauen. Und Ziel der Geschichte ist, dass man den Ausfall auch eines kompletten Racks kompensieren soll. Und im Endeffekt, ja, deutet da schon alles darauf hin, dass man eben ein HA-System braucht mit mindestens 2 Köpfen, die eben sich replizieren zwischen diesen beiden Racks. Die Kapazität insgesamt soll circa 40 Terabyte sein. Performance und Durchsatz sind erstmal nicht so hochkritisch. Es ist ja keine Produktivumgebung, was das VMware betrifft. Der File Data Store ist natürlich schon kritisch, aber da kommt es eher auf den Durchsatz drauf an und nicht eben auf die IOPS. Und ja, das Tagesgeschäft von den Entwicklern soll praktisch nicht negativ beeinflusst werden. Von daher, ja, Performance nicht ganz so wichtig, aber ein bisschen was soll schon da sein. Das Ganze soll dann auch VMware zertifiziert sein, damit eben die bestehenden VMware-Hoster entsprechend darauf zugreifen können und man auch keinen Support verliert oder ähnliches. Und als Protokolle sollen SMB und IceCase unterstützt werden. Und Budget wie immer gering, so gering wie möglich. Und man soll das Ganze natürlich auch später skalieren können, aber jetzt nicht, sage ich mal, bis ins Unendliche, sondern ja, auf maximal auf das 2- bis 3-fache an Kapazität innerhalb der nächsten 5 Jahre. Optional wäre es noch schön, wenn man später auch auf den Außenstandort asynchron noch rüber replizieren kann, ja, um den Worst Case abzufangen, dass mir mein Rechenzentrum hier abbraucht und dass ich trotzdem noch die Daten auf dem entfernten Standort habe. Aber das brauche ich nicht jetzt, sondern erst später, wenn ich vielleicht mal dann auch den Außenstandort habe. Supportmäßig reicht mir dann 36 Monate 8x5 Standard Support.
Genau, nice to have Features sind in dem Fall die Duplizierung, Komprimierung, Snapshots und Clones und ein 24/7 Support. Das ist nice to have. Also ein Beispiel, um eben Kosten zu sparen, lässt man das 24/7 erstmal außen vor. Von diesen ganzen Anforderungen her, kommt man eigentlich oder ist das ideale Storage-System, das wir hier einsetzen, basiert auf ZFS von den ganzen Features her. Und der günstigste Ansatz bei uns im Shop sind hier OpenE-Systeme und das möchte ich jetzt hier mal entsprechend im Online-Shop dann demonstrieren. Genau. Fangen wir zunächst erstmal an mit der Software, die wir hier benötigen. Dann gehen wir hier über Lösungen, Software Defined Storage, wählen wir uns hier eben Joven DSS von OpenE aus. Ich verwende hier nicht diese vorgefertigte Appliance, weil das nicht optimiert ist für den hochverfügbaren Use Case. Das ist im Endeffekt optimiert ja für einen Single Data Store. Deswegen konfiguriere ich mir hier das Ganze einzeln als Lizenz. Brauche ich hier zweimal die Basislizenz, weil ich zwei Nodes habe. Als Kapazitätserweiterung, die brauche ich bei einem H-Cluster bei OpenMe nur einmal. Da reicht mir eben hier einmal diese 64 Terabyte. 40 Terabyte waren ja gefordert, sprich die 32 ist mir zu klein. Theoretisch könnte ich mir auch ein Konstrukt zusammenbauen, hier einmal 16, einmal 32, dann hätte ich 48. Das bringt aber jetzt keinen großen Kostenvorteil, deswegen nehmen wir hier die 64er. Als Cluster-Feature reicht hier dieser Standard-HA-Cluster, da ich ja keine Georedundanz habe und ich keinen Stretch-Cluster brauche. Und als Support war gefordert 36 Monate und hier eben reicht dieser Standard-Support. Den brauche ich allerdings auch zweimal, weil den brauche ich für jeden Node. Gut, ein Reinstatement brauche ich nicht. Das wäre eine Verlängerung eines abgelaufenen, einer abgelaufenen Lizenz. Und hier sehe ich schon mal die reinen Lizenzkosten. Die liegen hier bei roundabout 5000 Euro. Da lege ich mir das mal in den Warenkorb. So, Software habe ich jetzt soweit. Dann brauche ich noch meine Storage Heads. Hier nehme ich einen 2er EREC Server. Nehme ich deshalb, weil hier entsprechend Mainboards mit drin sind, die wir aktuell dabei sind zu zertifizieren für OpenMe. Man könnte theoretisch auch ein 1HE-System nehmen, das ist natürlich genauso kompatibel, wäre aber dann nicht zertifiziert. Ja, wie gesagt, da sind wir gerade dabei und ich denke so, irgendwann November, Dezember müsste die Zertifizierung durch sein, da haben wir auch zertifizierte Systeme dann für OpenMe mit drin. Aber wie gesagt, keine Angst, also auch Standard-Server-Systeme sind von OpenMe supported. So, dann nehme ich hier ein Dual-CPU-System. Das hat nicht den Grund, dass ich hier entsprechend viel Kerne brauche oder logische Kerne, sondern hat vielmehr den Grund, dass ich hier die Möglichkeit habe, viel RAM entsprechend zu verwalten. Ja. Von daher nehme ich im Dual-CPU-System, weil wenn ich dann später mal große Datenspeicher habe oder wenn ich Deduplizierung nutzen will später mal, dann ist es vom Vorteil, wenn ich viel Arbeitsspeicher verbauen kann. So, dann nehme ich hier Filter. Wieso greift er nicht? Egal, suche ich mir das so raus. Im Endeffekt hier dieser 2208er, da ist ein Super Micro Mainboard entsprechend mit drin, wo wir dabei sind, dass wir zertifizieren. Als CPU ist eher wichtig, dass ich hier eine höhere Taktfrequenz habe. Kerne brauche ich nicht so viel, von daher nehme ich diese. Wenn ich zum Beispiel Komprimierung und Deduplizierung nutzen will, kann es auch Sinn machen, hier eben diese größere CPU zu verwenden, aber aus Kostengründen wählen wir jetzt hier die kleinere mit 2,6 GHz. Die reicht auch für diesen Use Case vollkommen aus. Als Arbeitsspeicher verwende ich hier 64 GB Premium Speicher. Festplatten benötige ich hier für den Data Store nicht, da ich hier eben JBoards einsetze, damit ich hier ein HA-Cluster bauen kann. Das Einzige, was ich hier konfiguriere, sind zwei Solid State Disks, die ich für das Betriebssystem verwende. Da reichen auch die zwei kleinsten von hier von Intel.
Theoretisch könnte man auch nur eine Festplatte einbauen, ja, aber aus Redundanzgründen macht es Sinn, hier einen Spiegel zu machen für das Betriebssystem, sodass mir nicht mein kompletter Node ausfällt, nur weil eine SSD ausgefallen ist. Als Zusatzkarten brauche ich hier ein SAS-HBA mit entsprechenden externen Anschlüssen, um eben das JBOD anzuschließen. Hier brauche ich ja auch entweder eben am besten diesen 8E, eben, der hat zwei entsprechende Mini-SAS-Anschlüsse hinten dran, sodass ich eben auch beide JBODs anschließen kann. Hier nehme ich gleich die zwei Kabel mit, zwei Kabel mit dran, weil ich eben zwei JBODs anbinden muss an diesen einen Head. Als Netzwerkkarte konfiguriere ich mir hier noch eine 10 Gig EJ45 Ethernet-Karte für den Zugriff der Clients auf das Storage. Genau, ansonsten brauche ich hier keine Zusatzkarten mehr. Und ich konfiguriere mir hier noch natürlich ein redundantes Netzteil. Dann gehen wir weiter. Software brauche ich keine, kann ich hier gleich überspringen. Software habe ich ja schon konfiguriert mit dem Lizenzkonfigurator. Konfiguriere ich hier als nächstes den Service und Support. Standard wird hier Deutschland sein, 36 Monate. Das Essential-Paket mit Vorabaustausch Next Business, der erreicht mir. Zubehör brauche ich keine. Das heißt, ich kann hier gleich auf die Zusammenfassung gehen. Nachdem ich hier aber zwei Nodes brauche für ein HA-System, erhöhe ich die Menge noch auf zwei Stück, lege das Ganze hier in den Warenkorb. So, jetzt habe ich meine Lizenzen und meine Storage-Heads. Was ich jetzt noch brauche, sind meine Datenträger, die praktisch dann auch wirklich für den Data Store zur Verfügung stellen. Und dazu verwende ich eben JBOD-Systeme. Aus dem Grund, weil das Ganze ja hochverfügbar sein soll, sprich, ja, damit es hochverfügbar ist, bin ich auch gezwungen, hier keine Single Expander JBODs zu verwenden, sondern das Ganze muss zwingendermaßen ein Dual Expander JBOD sein. Von daher nehme ich hier diese JX212 Plus. Das X steht eben dafür, dass man hier eben ein Single JBOD oder ein Dual JBOD sich konfigurieren kann im Konfi. Das wähle ich jetzt hier auch aus. BMC-Modul natürlich für die Verwaltung des Ganzen. Anschlusskabel JBOD zu Server brauche ich nicht, habe ich schon konfiguriert. Genauso die Erweiterungskarten oder die HBAs. Was jetzt hier noch eben relevant ist, sind die Festplatten. Hier muss ich auch gezwungenermaßen SAS-Festplatten verwenden, weil nur diese Multipass-IO unterstützen. Sprich, mit SATA-Festplatten kann ich sowas nicht realisieren. Und ich nehme hier die 6 Terabyte Festplatten, ja, weil die den besten Preis pro Gigabyte haben. Und ich konfiguriere hier mal eben 10 Stück. Damit hat mir das auch im Vorhinein schon ausgerechnet. Damit kann ich dann auch entsprechenden Storage Pool machen, wo ich dann 40 Terabyte netto zur Verfügung habe. Und ja, das war es dann eigentlich auch schon vom JBOD her. Sprich, 10 Stück sind konfiguriert, 12 kann ich maximal verbauen. Das heißt, ich könnte mir jetzt auch noch SSDs konfigurieren für Read-Caching oder Write-Caching. Das ist hier momentan im Shop nicht implementiert. Da müssen Sie den Weg über den Vertriebsberater gehen, dass wir hier noch entsprechende SAS-SSDs eben für das Caching anbieten. Also das ist noch möglich. Das kann ich ja, wie gesagt, hier im Konfi leider nicht zeigen, weil ich das hier nicht auswählen kann. Gut, damit bin ich jetzt hier fertig. Service und Support muss ich noch. Standort Deutschland, 36 Monate Essential-Paket. So, Zusammenfassung. Und auch hier brauche ich zwei Stück, sodass ich in jedes Rack ein JBOD einbauen kann. Ja, und ich muss dann auch aufpassen, wenn ich mein Data Store konfiguriere, dass eine Mirror Disk in dem einen JBOD ist und die zweite Mirror Disk in dem zweiten, sodass das JBOD auch wirklich ausbauen darf. Also da muss ich bei der Konfiguration von dem Data Store noch ein bisschen aufpassen. So, dann legen wir uns das Ganze in den Warenkorb. Da habe ich jetzt eben die Lizenzen drin, zwei JBODs und zwei Heads. Das sind diese fünf Artikel. Hier nochmal Lizenzen, Heads und JBODs. Und hier sieht man schon erste Preisindikation, was das jetzt Listenpreis laut Shop kosten würde. Ja, 40 Terabyte HA Storage. So, das als Beispiel, wie sowas aussehen könnte.
Damit sind wir soweit fertig. Bevor wir jetzt zu den Fragen gehen, noch ein kurzer Hinweis. Wie schon angesprochen, ist im Nachgang auch noch ein kurzer Umfragebogen auszufüllen. Und da bitte möchte ich Sie bitten, dass Sie auch uns entsprechende Kommentare hinterlassen. Ja, wenn Sie irgendwelche Storage-Lösungen kennen, die Ihnen vielleicht noch interessant sein könnten. Oder genau, was noch wichtig ist, wir planen jetzt im Anschluss an dieses Webinar noch eine komplette Webinar-Serie, was eben auf die einzelnen Software-Defined Storage-Lösungen eingehen soll. Und von daher möchte ich Sie bitten, vielleicht uns ein kurzes Ranking zu schicken, ja, in welcher Reihenfolge oder was Sie gerne als nächstes hören möchten. Ja, welche Lösung wir praktisch im Detail, wie im Anschluss an dieses Webinar detailliert noch vorstellen sollen. Ja, das Ganze wird dann auch mit hoher Wahrscheinlichkeit zusammen mit einem Sprecher von unseren Partnern dann entsprechend stattfinden. Also das, wie gesagt, bitte auch im Nachgang noch im Kommentarfeld vermerken, damit wir wissen, ja, wo da Interesse bei Ihnen besteht. Ansonsten war das soweit von meiner Seite. Erstmal vielen Dank für die Aufmerksamkeit und wie gesagt, dann würde ich jetzt gerne noch die letzten paar Minuten in die Fragerunde übergehen. Steffi, sind denn schon Fragen soweit eingetroffen? Wir haben aktuell jetzt eine Frage, ich würde die kurz vorlesen. Und zwar kann Ceph aber auch als Block Storage verwendet werden. Ja, kann es, das ist richtig, genau. Und zwar eben mit diesem RBD, dieses Rados Block Device, kann man auch das Ganze als Block Storage verwenden. Und SUSE Enterprise Storage ist auch einer der ersten Hersteller, die eben da auch sogar ICE-CASE unterstützen. Sprich, da ist auch ein ICE-CASE-Gateway mit dabei, was auch von SUSE supported ist, sodass man hier SUSE Enterprise Storage auch per ICE-CASE an zum Beispiel eine VMware-Umgebung als blockbasiertes Storage anbinden kann. Genau, das war soweit die Antwort dazu. Okay, also weitere Fragen sind aktuell jetzt keine reingekommen. Gut, dann können wir gerne noch 2, 3 Minuten warten, ob noch was kommt. Ansonsten, wie gesagt, im Nachgang das Umfrageformular bitte ausfüllen mit den gewünschten nächsten Webinaren zu, ja, Software-Defined Storage-Lösungen im Detail dann. Ich denke, es kommt jetzt aktuell keine Frage mehr. Es können auch jederzeit nachträglich noch Fragen gestellt werden, die wir dann Natürlich, beantworten. natürlich, jederzeit gerne. Dann würde ich sagen, beenden wir das Webinar. Vielen Dank für die Teilnahme und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.